What? Coole Rüstung. Ist immer so Epoche. Oh mein Gott, Jacob! Jacob! Bleib stehen! Jacob! Haben Sie Drogen? Könnte echt einen Schuss gebrauchen. Julie Farkas meinte, dass Sie Hilfe brauchen könnten. Julie ist eine Heilige, aber ich brauche keine Hilfe. Solange ich meine Drogen kriege, fühle ich mich jung und stark. Ja, und so siehst du auch aus, ne? Sie sehen gar nicht gut aus, Jacob. Sie sollten mit den Drogen aufhören. Warum aufhören? Ich fühle mich super. Ja. Keine Sorge, mein Junge wird bald hier sein. Warten Sie nur ab. Dein Junge? Wer ist Ihr Dealer? Wenn ich ein paar Kronkorken in der Tasche hätte, würde ich mir das Zeug kaufen, um selber welches zu machen. Aber meine verdammten Hände zittern so. Ja, und du fühlst dich super, ein ne? Typ namens Dixon. Kommt mir irgendwie haben wir schon geklärt. Vor, er verkauft nicht mehr an dich. Beim letzten Entzug wurde mein Innerstes nach außen gekrempelt. Inzwischen kaufe ich das Zeug nur, um mich nicht krank zu fühlen. Apropos, Sie haben nicht zufällig ein paar Kronkorken über, oder? Ich habe mich um diesen Dealer gekümmert. Jetzt können Sie also clean werden. Viel Spaß. Was? Ich brauche jetzt einen Schuss? Ich möchte, dass es Ihnen bald wieder gut geht, Jacob. Okay, wenn Sie sich wirklich solche Sorgen machen, dann holen Sie mir mal ein paar Schüsse Fixer, um die Nerven zu beruhigen. Das geht in Ordnung. Ich brauche mindestens 10 Dosen, um die Woche zu überstehen. Danach werden mir die Anhänger helfen können. What? 10? Eine Kombination von Fixer, Psycho und Barford würde das auf einen Schlag schaffen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Hab noch nie über die Verwendung dieser Mischung nachgedacht. Damit sollte ich es überstehen können. Ja, ich glaube auch, ne? Ich habe Ihre Entgiftungsmedikamente. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich würde hier sterben, wenn Sie nicht bald kommen. Ich gehe zum Fort der Anhänger, um mich auszuruhen und einen Entzug zu machen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kein Problem. Danke. Dafür sind wir hier. Boah. Boah. So richtig angenervt noch. Schadamm, ey. Jetzt bin ich hier auf den Entzug gesetzt worden. Kriege ich hier gratis Wasser? Nee, schade. So, wir können, ne? Weiter geht's. Was ist die nächste Teilaufgabe? Bill Ronte bei seinem Alkoholproblem helfen. Bill ist aber ganz woanders, ne? Aber ich glaube, das erreichen wir von hier. Hey! Was bist du denn für einer? Du Freeside-Schläger, du? Verzieh dich mal. Warum rennt der weg? Schauen Sie mal da, zwischen den Mülltonnen dort. Was ist da? Wer ist da? Die letzte Person, die dumm genug war, mir in diese Gasse zu folgen. Wow. Los geht's, Jungs. Der kleine Junge, ey. Komm! Wow, alter Schwede, was ist denn los mit euch? Hast du das nicht gesehen? Ich habe eine Flinte auf dem Rücken gehabt. Und ihr wollt mich hier mit euren Fixerfäusten erledigen? Ich glaube, es geht los. Gebt ihm eine Chance, er kann gehen, wenn er möchte. Das war aber total immersiv eigentlich. Hat uns richtig hier reingelockt. Das hat ja funktioniert. Aber wir waren halt besser vorbereitet. Okay. Nein, brauchen wir nicht. Oh, jetzt habe ich alles mitgenommen. Falsche Taste, ich komme gerade aus einer Fallout 76 Taste. Und da war die Taste, die ich gerade aus Versehen gedrückt habe. Das Menü verlassen. Sehr mysteriös, ich weiß. Abgelegt ist abgelegt. Nope. Jetzt bloß nicht wieder auf die falsche Taste drücken. Hier ist nichts weiter, wir können. Wo ist der Durchgang? Wo müssen wir hin? Zack, 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 zack. Gibt es überhaupt hier einen direkten Durchgang? Ich glaube, hier ist keiner. Aber hier kommt einer. Ja. Also unsere AP, ne? Wir könnten schon so ein bisschen potenter sein. Damit wir hier länger rumrennen können. Hey, willst du mich auch in eine Falle locken, Junge? Ich glaube, wir sind richtig, vielleicht. Mehr oder weniger. Wer von euch hat ein Alkoholproblem? Nicht im Silver Rush, oder? Ich glaube, die haben da ganz andere Probleme. Die sind alle tot. Ach ja, stimmt er hier. Hey, na du, Bill? Kommen Sie, Mann. Ich krepier hier. Hier, gleich. Nimm eine Cola. In Zukunft werden Sie Dixon nicht mehr treffen. Nee, das ist besser. Sprache 50. Julie und der Rest ihrer Freunde vermissen Sie, Bill. Sie brauchen Ihre Hilfe. Oh, Julie. Ich hab echt Mist gebaut. Ja. Ich gehe zum Fort und ruhe mich etwas aus. Ich lass mich schon viel zu lange gehen. Cool. Erledigt ist erledigt. Und zurück zu Julie. Zum Fort. Wo kommen wir jetzt am schnellsten zum Fort? Ist das hier in diesem Teilbereich?
Aber ich glaube, wir sparen uns Laufweg, wenn wir hier rüber gehen. Und rein in die gute Stube. Fort, 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 fort. Home sweet home, wa? Arcade? Julie? Julie? Wir sollten auf jeden Fall ein Nickerchen machen. Ich möchte nicht weiter im Dunkeln rumlaufen. Ich hoffe ehrlich, dass die RNK Vorbereitung trifft, um einen Angriff abzuwehren. Denn die Legion scheint es wieder auf den Dampf... Ja, aber die sind total unkoordiniert. Ich habe Caesar schon erledigt. So, ich habe mit den Suchtproblemen, ne, habe ich mich befasst und die Leute auf den richtigen Weg geführt. Ich habe sie gesehen. Vielen Dank, dass Sie ihnen geholfen haben. Das bedeutet den Anhängern der Apokalypse viel. Sie haben unseren Dank. Kein Kommen Ding. Sie vorbei, wenn Sie Medikamente brauchen. Jetzt, wo uns Jacob hilft, können wir einmal am Tag ein Stim oder etwas fixer entbehren. Das ist aber nett, ne? Sie hatten medizinische Güter erwähnt. Sicher. Wollen Sie ein Stimpack, Fixer oder Redaway? Ich nehme das Stimpack. Sie müssen noch 24 Stunden warten, bis wir mehr davon haben. Im Moment brauchen wir den Rest selbst. Okay, alles klar. Hast du Kohle? Wir sind schon... Wie viel Kohle? Oh, du hast da richtig Kohle. Das wäre schön. Können wir hier gleich ein paar unnütze Güter verticken, wie diese Jagdschrotflinte und Plasma... Oh. Warte mal, gut, dann kaufe ich dir noch ein paar Stimpacks ab. 5... Ja, 5 sind optimal. Dankeschön. Julie, wir sehen uns. Bis dann, dann. Jetzt muss ich erstmal ein Nickerchen machen. Ich darf doch, oder? Ja, ich darf auf jeden Fall. Es ist 9 Uhr am Abend. 8 Stunden, bitte. Und weiter geht's. Mit der aufgehenden Sonne. Zurück ins Ödland. Aufgaben. Ich glaube, ja. Ich glaube, es sind nur noch diese beiden Aufgaben. Fürs Erste. Und dann können wir storybedingte Aufgaben angehen. Oh mein Gott, das wird ja richtig interessant. So, Dinge, die Rums machen. Wir müssen darüber. Ja, die Hangare. Was sollten wir machen bei denen? Die Rumser überzeugen, dass sie in der bevorstehenden Schlacht helfen. Na klar, das machen die. Die haben Hobizen und so und Bomber. Es wäre schon nicht verkehrt, wenn wir die an unserer Seite hätten. Wo ist der Eingang? Licht aus. Strom sparen. Wäre doch irgendwie cool, oder? Wenn man den Pip-Boy regelmäßig mit Energie versorgen müsste. Also irgendwie sich Batterien zusammenschustern müsste. Oder so eine Mini-Fusionskerne. AA-Fusionskerne zum Beispiel. Oder so eine Kurbel, wie beim Metro. Aber das wäre ja jetzt im Nachhinein geklaut bei Metro. Aber ich würde es schon irgendwie cool finden. Hey! Hallo, Frau. Hi. Wie kann Mutter Pearl behilflich sein? Mutter Pearl, wir brauchen Ihre Unterstützung in der, bevorstehenden Schlacht am Hooverdamm. Natürlich, mein Kind. Nach allem, was Sie für uns getan haben, helfen wir gerne in der bevorstehenden Schlacht. Nach all dem Training in der virtuellen Realität brennen die Jüngeren darauf, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Endlich. Wir werden da sein, wenn Sie uns brauchen. Klasse. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschüss. Das wäre schon soweit. Abgeschlossen. Nice. Und nun, last but not least. Ach nee, hier ist noch ein bisschen. Zu Botschafter Crocker zurückkehren. Und ihm Bescheid geben. Am besten von... Von wo? Wo kommen wir hier am besten rein? McCarran 9. Aber da muss ich auch nochmal hin. Das mache ich aber erst, wenn die Story durch ist. Ihr habt mir so viele Tipps gegeben. Ich habe hier eine kleine Liste an Sachen, die ich übersehen habe oder... nicht entdeckt habe oder dran vorbeigelaufen. Also Dinge, die ich übersehen habe. So, wo kommen wir denn hier am besten rein? Über die Prachtfarmen vielleicht? Die prächtigen, wunderschönen Farmen? Oder ist da keine Tür? Muss ich wieder über den ganzen Strip tingeln? Möchtest du mir das sagen, Fallout New Vegas? Komme ich hier überhaupt raus? Ja, da vorne. Da vorne hat es den Zaun erwischt. Werden wir gleich feststellen. Oh, Wasser. Das könnte auch im Zusammenhang mit den AP stehen. Aber ganz sicher bin ich mir dann nicht. So, Essen. Lecker, lecker. Noch mehr Essen. Frische Karotte. Und Eichhörnchen am Stiel. Wir sind gesittet und gesättet. Wir können wieder richtig abgehen. So, wo kommen wir denn jetzt hier an? Da sind die Waffenschieber. Ja, klar, wir können ja über die Tür dann reingehen. Da, an der rechten Seite. Aber ob uns das jetzt viel gebracht hat, kann ich nicht mit Genauigkeit sagen. Werden wir gleich feststellen.
So viel mehr AP haben wir gar nicht bekommen. Da müssten wir noch irgendwie einen Perk freischalten, damit wir noch hier die ganzen DLCs zumindest dann lang ordentlich sprinten können. So, völlig falsch, ne? Hey! Was zur Hölle? Direkt in die Flinte gelaufen. Was ist los mit dir? Das verstehe ich nicht. Diese Verzweiflung. So direkt in den Tod zu laufen. Das stimmt mit euch nicht. Narre weg und weiter. Es ist wirklich, glaube ich, die falscheste Seite überhaupt. Zur... Oh, warte mal, stopp. Ich muss dem Jungen helfen. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Doch, ja. Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Das ist aber eine Dankeschön. Gegrillte Schrecke. Super. Und ich helfe dem Jungen, damit er was zu essen bekommt. Er isst das wirklich, ne? Das tut er. Und er bedankt sich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Let's Play erwischt habe. Junge! Deine Ratte ist fertig. Da kommt er. Los, 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 los. Nicht, dass es schlecht wird. Und schön aufessen, ne? Aber nicht alles auf einmal, sonst kotzt du wieder. Komischer Kauz. Ist sie wirklich? Oh mein Gott, ich würde dir noch irgendwas anderes geben. Aber egal, wir wollten ja zum Botschafter. Und hier ist er. Hallöchen, Herr Botschafter. Wieder schön, am Rumhecken. Einen herausragenden Bürger der RNK zu sehen. Freut Was mich kann auch. Ich für Sie tun? Wir müssen über die Rumser reden. Ich hoffe, dass Sie gute Neuigkeiten bringen. Wollen Sie der RNK helfen? Na sicher, die Rumser haben zugestimmt, mir zu helfen. Hervorragende Arbeit. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr Sie uns damit geholfen haben. Auf jeden Fall habe ich einen weiteren Auftrag für Sie. Nice. Aber darüber können wir uns später unterhalten. Ruhen Sie sich erstmal aus. Wir unterhalten uns, sobald Sie bereit sind. Na jetzt, sofort. Schön, einen so herausragenden Bürger der RNK zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Sie hatten vorhin einen Auftrag erwähnt. Ich ebenfalls. Was? Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist unsere Position hier in New Vegas prekär. Wir haben große Fortschritte gemacht, unbestritten. Aber die RNK ist hier nicht willkommen, nur geduldet. Und auch das nicht von jedem. Wir haben von Gewalttätern gegen die RNK-Bürger in einem Viertel im Nordosten, genannt Freeside, gehört. Waren Sie schon einmal dort? Das ein oder andere Mal, ja. Es ist ein Slum. Ich würde Ihnen zustimmen, aber es ist ein Slum, den RNK-Bürger bewohnen und der deswegen unter meine Zuständigkeit fällt. Gewalt gehört dort zum Alltag, aber die Anzahl der Angriffe auf unsere Leute ist in letzter Zeit besorgniserregend gestiegen. Mich beunruhigt noch mehr, dass laut unseren Quellen die Gewalt von der Bande ausgeht, die die Gegend kontrolliert, nämlich von den Kings. Ich brauche jemanden, der sich das mal ansieht und keine Aufmerksamkeit auf Kings, die kennen wir. Sieht. Wir sind so mit denen. Wir sind quasi selber ein King. Wir gucken uns das mal an. Gut. Unsere Männer haben zwei Möglichkeiten ausgearbeitet, die Gewalt zu beenden. Zum einen konnten unsere Quellen die meisten Angriffe auf einen King namens Pacer zurückführen. Oh, ja, der ist echt übel. Auch die Gewalt aufhören. Das Problem ist, dass wir ihn nicht einfach töten können. Im aktuellen Klima ist es wahrscheinlich, dass der Verdacht auf die RNK fallen würde. Es gibt noch eine Alternative, aber meine Quellen sind der Meinung, dass es die beste Lösung wäre, wenn wir Pacer loswerden könnten. Wenn ich ihn nicht einfach umnieten kann, was wollen Sie dann von mir? Lassen Sie es wie einen Unfall aussehen oder suchen Sie sich einen Sündenbock. Machen Sie sich schlau über den Kerl, da gibt es sicher etwas Nützliches. Ich habe gehört, dass es Streit zwischen Pacer und der Van Gress-Familie gibt, die nahezu komplett ausgerottet wurde. Stand in Klammern. Sehen Sie? Genau solche Informationen brauchen wir. Perfekt. Diese schnieken Waffen, die die Van Graffs verkaufen, sieht man nicht gerade häufig. Ich muss nicht erwähnen, dass es die ideale Lösung wäre, wenn man die Van Graffs dazu bringen könnte, die Tat selbst zu begehen. Das wird nicht funktionieren. Wenn Pacer jedoch mit einer Laser- oder Plasmawaffe getötet werden würde, dann würde jeder automatisch davon ausgehen, dass es die Van Graffs waren. Das kriegen wir hin. Trotzdem müssen sie ihn unbeobachtet töten, wenn sie nicht ein paar Dutzend bewaffnete Leute an der Kehle haben wollen. Seien Sie vorsichtig. Okay. Die Methode überlasse ich Ihnen. Es gibt jedoch eine Alternative, wenn Sie ein Blutbad lieber vermeiden möchten. In diesem Fall können wir einen anderen Weg nehmen, aber zumindest habe ich mit dem mehr Erfahrung. Diplomatie. Wenn wir nicht an den Verantwortlichen herankommen, wenden wir uns einfach an den Mann über ihm. Die Kings, auch unser Freund Pacer, untersteht dem Anführer ihrer Bande. Einem Mann, der sich selbst der King nennt. Ja, den kennen wir, aber erzähl mal trotzdem ein bisschen mehr über den King. Er ist ein Weißer, Mitte 30 und extrem charismatisch. Er war Mitte 30? Auf Letzteres zählen wir. Die Kings sind ein Haufen junger Gauner, die auf niemanden außer ihn hören.
Wenn Sie ihn auf Ihre Seite ziehen können, haben Sie auch den Rest. Oh, das ist der Gefallen, den ihr gemeint habt. Den ich leider verschwendet habe für die Frisur. Oh nein. Wir müssen also Pacer höchstwahrscheinlich selber umbringen. Was soll ich tun? Sprechen Sie mit dem King und überreden Sie ihn, diese Gewalt zu beenden. Pacer ist ein Halbstarker, aber einen direkten Befehl wird er wohl befolgen. Anfangs wird dem King die Idee vielleicht nicht gefallen, sodass Sie sich erst bei ihm einschmeicheln müssen. Tun Sie, was nötig ist. Wenn die Sache wie auch immer erledigt ist, melden Sie sich bei mir, dann sehen wir, wie es weitergeht. Oder muss ich wieder hierher laufen? Okay, ich rede dann erstmal mit dem King. Viel Glück. Wenn Sie Schwierigkeiten haben und es lieber mit Pacer versuchen möchten, ist das auch kein Problem. Alles klar, Tötungsbefehl akzeptiert. Arcade, Mensch, wo bist du denn jetzt? Schon wieder ist er verschwunden. Gut, dann, ja. Höchstwahrscheinlich müssen wir Pacer umbringen, aber trotzdem suchen wir erstmal. Kronkorken loswerden? Dann suchen wir erstmal das Gespräch mit unserem allerliebsten Freund, dem King. Und dafür gehen wir jetzt über die andere Freeside-Tür, das Osttor. Zack. Und wo ist meine Begleitung? Arcade, Mensch! What the heck, wo bist du? Das ist echt uncool, aber müsste er nicht irgendwo auf der Karte angezeigt werden? Da, da ist Arcade. Warum auch immer. Der kommt bestimmt nach. Spätestens, wenn wir dann erstmal ein Nickerchen oder so gemacht haben. War das die falsche Tür? Gut möglich. Oder auch nicht. Nö, war okay. Kann man als Laufweg akzeptieren. Ah, Kid ist immer noch weg. Eine Sekunde. Wir warten eine Stunde. Wir müssen ihn höchstwahrscheinlich irgendwo abholen. Aber nicht jetzt. Wir quatschen erstmal mit dem King. Mit unserem stylischen Anführer. Hallo, hallo, hallo. Gleich hier erschießen wir. Pacer, du Ratte, du bist dran. Vielleicht. Mensch, Rexy, du siehst ja viel besser aus. So gut wie neu. Hat mein Rexy ein neues Gehirn? Mhm. Mitte 30. Naja, gut. Ja, gut. Auf jeden Fall. Sie halten Ihr Wort. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Wenn Sie möchten, kann Rex noch etwas länger bei Ihnen bleiben. Das würde ihm sicher gefallen. Wollten Sie noch etwas anderes? Ja, Pacer umbringen. Sie müssen die Gewalt gegen RNK-Bürger in Freeside beenden. Ich würde Ihnen, nach allem, was Sie für uns getan haben, gern helfen. Aber das ist ein großer Gefallen. Und komm schon, du kriegst die Perücke auch wieder zurück, Mann. Du bist noch etwas anderes. Oh. In Ordnung. Bis später. Wir könnten jetzt zurückgehen zum Botschafter wieder. Aber ich werde hier mal ganz kurz initial safen und Pacer anquatschen. Vielleicht können wir ihn irgendwo hinlocken. Es wäre ja nicht so schlimm. Er hat es verdient. Er hat es wirklich verdient. Ich behalte sie im Auge. Okay, wir können offensichtlich ihn nicht einfach so rauslocken. Dann müssen wir zurück zum werten Herrn Botschafter. Hey, ist das nicht der Hund des Kings? Ja, er darf noch ein bisschen länger bei uns bleiben. Schrägstrich für immer. Abgezogen. Na gut, dann beamen wir uns mal direkt rüber. Hey, da ist ja Arcade. Warum stehst du da rum? What the heck? Folge mir nach. Gehen Sie voran. Jetzt ist alles wieder im grünen Bereich. Schön. Wunderschön. Der Tag kann weitergehen. Ist schon ein schönes Fleckchen hier. Aber das Gelaufe, gibt es hier wirklich keine Möglichkeit, das ein bisschen solider zu begehen? Nee. No way. But anyways. Wir kriegen das schon noch hin. Die paar Touren zu ihm. Da kommen noch einige, aber ich denke, das ist verschmerzbar. Sind ja schöne Aufgaben gerade hier. Ah, hallo. Hi. Ich wollte mit Ihnen über die Lage in Freeside reden. Ja, haben Sie etwas zu berichten? Mhm. Der King macht keine Geschäfte mit der RNK. Sehr bedauerlich. Unter diesen Umständen wurde ich angewiesen, Sie zu Colonel Moore beim Hooverdamm zu schicken, wo Sie weitere Anweisungen erhalten. What? Der Colonel wird Sie wahrscheinlich mit einem Trupp bewaffneter Soldaten nach Freeside schicken, auch wenn ich persönlich den Nutzen in Frage stelle. Klingt, als ob Sie und der Colonel sich nicht gut verstehen würden. Ich hätte jetzt einfach Pacer
abfangen können und mit dem Lasergewehr schießen können und das Ding wäre auch geregelt gewesen. Und jetzt wollen wir alle da niederstrecken. Können wir das immer noch optional lösen? Ich guck gleich mal nach. Na, ansonsten facen wir die Reality. Ah, ich habe kein Problem mit ihr. Sie ist ein guter Soldat, einer der Besten. Ich weiß nur nicht, ob ihre Vorgehensweise hier wirklich geeignet ist. Sehen Sie, der Colonel löst Probleme gerne ordentlich, schnell und effektiv. Wenn möglich mit angedrohter und, wenn nötig, mit tatsächlicher Gewalt. Mhm. Das wird hier nicht funktionieren. Wenn sie nicht halb Freeside umbringen will, wird das Problem durch Soldaten in der Gegend nur verschlimmert. Oh, oh. Was schlagen Sie vor? Ich würde vorschlagen, Sie sprechen mit Colonel Shu drüben beim Camp McCarran. Er ist bei solchen Dingen weitaus besonderer. Das machen wir. Er ist außerdem in einer besseren Position, mit den Leuten in Freeside zu verhandeln, da er die Wasser- und Stromversorgung der Gegend leitet. Dennoch erwähne ich das nur als Möglichkeit. Mein offizieller Befehl lautet, Sie direkt zu Colonel Moore zu schicken. Gute Reise. Dankeschön. So, wir haben ein neues optionales Ziel. Wir machen uns auf jeden Fall mit zu. Aber wir können immer noch Pacer töten. Und die Van Grass verantwortlich machen. Aber ich würde mir schon gern zumindest den Dialog von Sue anhören. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wir nehmen uns Zeit. Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei. Und so oder so, wir werden unsere 75% Quote erfüllen. Also erstmal rüber zum Camp McCarran. Da sollte ich ja sowieso noch hin, um die Köpfe abzugeben. Wenn ich mich nicht irre, irgendwo beim Gebäude. Grünes Barett habe ich mir aufgeschrieben. Nicht, dass ich das Camp jetzt irgendwie verwechselt habe. Werden wir gleich sehen. Oh, da ist ja der Händler wieder. Hallöchen, der Händler. Haben Sie Kronkorken? Wollen wir tauschen? So ein bisschen. Was haben wir denn noch Schönes? Plasmaminen ohne Ende. Und bestimmt noch das ein oder andere Leckerli. Oder nicht? Oder sind wir zu gut geleert? Tatsächlich. Das gibt's auch eher selten. Warte mal, stopp. Nee, das kannst du mir schon mal geben. Habt ihr irgendwas in euren Taschen vielleicht? Nein? Das gibt's ja nicht. Gut, aber zu wenig Kram. Nein, er hat noch Kram. Ja? Ohne Ende. Verkauf Kram. Ja, aber nicht so super viel, ne? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir sehen uns später, ne? Was für eine Schmach. Halte ich hier den Mann auf für 900 Kronkorken. Grünes Barett. Wo ist es? Wo können wir es finden? Vor dem Gebäude irgendwo. Nicht zu übersehen. Wer von euch hat ein grünes Barett? Noch habe ich keins gesehen. Rot, 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 rot. Hallo, hallo, hallo. Gut. Gibt es überhaupt irgendwen mit grünem Barett? Hier ist nichts weiter. Hier könnten wir auch Dinge verkaufen, aber wir haben ja nichts. Grünes Barett. Oder im Gebäude und ich habe mich verlesen oder so. Ich guck mal ganz kurz. Ach, wen haben wir denn hier? Ja, ist tatsächlich grün. Dunkelgrün. Darum habe ich es nicht sofort erkannt. Hi. Wenn es schlechte Neuigkeiten sind, können Sie mit dem Colonel sprechen. Bei guten Neuigkeiten geht es hoffentlich um tote Unholde. Katsching, mach schon mal dein Portemonnaie auf. Was wissen Sie über die Unholde? Ein Haufen Killer auf Drogen. Sie sind von jedem Stim, jeder Pille, jedem psychotropen Einlauf auf diesem verschissenen Planeten abhängig. Mhm. Es gibt drei Unholde, die sterben müssen. Und mich kümmert nicht, wie es passiert. Klingt das nach etwas, das Sie interessieren kann? Kann es sein, dass wir noch nie miteinander geredet haben? Ja klar, da sind wir dabei. Tatsächlich. Gut, verdammt gut. Ich schätze, es wurde auch Zeit, dass wir hier draußen mal Glück haben. Vielleicht können Sie einen dieser Irren ausschalten. Die erste heißt Violet. Gott weiß warum, denn der Name ist noch das Schönste an ihr. Verbringt die meiste Zeit mit einem Rudel bösartiger Hunde. Ja. Dann wäre da Driver Neffy. Er ist schnell und brutal. Hat ungefähr ein Dutzend meiner Leute mit seinem Eisendriver platt gemacht. Daher der Name. Mhm. Und schließlich Cook Cook. Vergewaltiger, Pyromane. Die haben wir alle drei schon erledigt. Wenn man Unholden glauben kann, glaube ich. Ein guter Koch. Wahrscheinlich der erste von allen. Ich werde Ihnen keinen Scheiß erzählen. Das ist kein üblicher Vegas-Abfall. Die haben alle gute RNKler getötet und reichlich Söldner noch dazu. Wenn sie Jagd auf die machen, egal auf welchen, dann erwartet sie ein fieser Kampf. Also,
Wer soll es sein? Na, alle. Ich komme wegen eines Kopfgeldes. So, Sie haben einen der Psychopathen auf meine Abschussliste umgenietet. Dann zeigen Sie mir mal den Kopf des Drecksacks. Ah, Kate, mach den Rucksack auf. Das ist tatsächlich Violet. Ja, Jing. Sie machen mich zu einem richtig glücklichen Wichser. Wissen Sie das? Hier ist das Kopfgeld, das ich auf Sie ausgesetzt hatte. Dankeschön. Das gehört Ihnen. Meinen Sie, dass Sie noch einen Wichser platt machen können? Ist Ihre Wahl. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es machen. Wäre schade, wenn Sie gehen. Ja, eigentlich habe ich hier einen weiteren Kopf für Sie. Sie haben noch einen getötet? Dann lassen Sie mich mal den Kopf sehen. So, so, Driver Neffy. Hast wohl gar nichts mehr zu sagen, du Arschloch. Keine Tipps zu meinem Golfschlag? Ich habe eine Menge gute Leute an diesen Psychopathen verloren. Die Moral wird besser werden, jetzt wo er weg ist. Hier ist das versprochene Kopfgeld. Danke, danke, ich danke. Schätze, wir könnten die erste Aufklärung runter nach Camp Forlorn Hope schicken. Die brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Das sind schon zwei tote Psychopathen. Wenn Sie mir noch den dritten bringen, gibt es einen Bonus für Sie. Oh, 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 schon passiert. Hier ist der Kopf. Wenn das stimmt, dann wäre das ja der letzte. Ja, das ist Kuckuck. Hat der schon immer so gerochen? Auch vor dem Tod? Und die Unholde haben den Essen kochen lassen? Tja, das ist die Abrechnung für mindestens eine meiner Soldatinnen. Wird froh sein, dass er tot ist. Hier sind Ihre Kronkorken. Sie waren ein echter Glücksfall, wissen Sie das? Die drei Schweinbeutel auf 500 haben obendrauf. 20 RNK-Soldaten umgebracht. Und Sie schalten sie alleine aus. Ich wünschte, ich hätte ein paar Soldaten, die so gut wie Sie sind. Verdammt gute Arbeit von Ihnen. Sir, ich bedanke mich. Die Besten der Besten der Besten mit Auszeichnung. Und jetzt zu.